Ja, willkommen zurück in Casino City. Ja, ist immer total dumm, dass ich sage bis gleich, weil für mich ist es bis gleich, aber ihr könntet eventuell noch einen Tag warten müssen auf den nächsten Part, aber egal. Werde ich mich niemals dran gewöhnen. So, erstmal gucken, was wir hier für Affen haben. Das sind auf jeden Fall richtig viele. Uzi Gangster, have you met my little friend? Say hello to my little friend. My arms have a life of their own. Jessica Happy. Okay. Hi. Schön. Jetzt machen wir jetzt hier die blauen Spacken kaputt. Spacken! So, geht das nämlich. So nämlich. Noch einer. Kapams. Ah, ich sehe nichts. Was ist das? Okay. Aber kann ich hier Slotmaschine? Okay. Oh, diese Kratte! Also wirklich im Maße des Wortes. Der klaut mir Geld. Komm her! Okay, ich habe viel mehr auf jeden Fall wieder zurückbekommen. Also es lohnt sich, die Automaten zu zerstören, definitiv. Also wenn ich Geld brauche, habe ich verstanden. Alter, guck, wie Kohle ich habe. Unfassbar. Hätte ich dann ein Schwein gewinnen können? Ja, ja, ich lass dich in Ruhe. Keine Sorge. Mach dir mal... Glaub mal keine Gedanken. Ich hätte mir lieber was klauen lassen, aber der hat ja irgendwie mehr gehabt, ne? Kann das sein? Oh, fuck. Da war ja einer. Ach komm, stimmt, wir haben jetzt die Waffe. Richtig. Die Schalingen da. Schlingshot. So. Der war doch gerade eine andere Farbe, der Stern, oder bin ich blöd? Hau ab. Verpiss dich. Oh, nice. Kriegen wir noch einen Zehner? Jawohl. Sehr gut. Ja, waren sie alle, die Automaten. Wir haben 200 Kohle. Nee, da sind noch zwei. Oh, oder Raketen nehmen wir auch. Nice, okay. So, dann gucken wir mal, ob wir den Disco-Spack nach oben kriegen. Hello. Wie geht es Ihnen? So, das war ja einfach. Okay. Gehen wir jetzt einmal zum Partyaffen, oder? Boah. Aber gerade gesagt, das kostet jetzt aber kein Dingens hier, ne? Was hast du mir zu erzählen? In addition to standard catapult ammo, you can also collect explosive and multi-targeting guided pellets. Ach, multi-targeting sind die guided Dinger. You can often win these pellets from defeating enemies. Each pellet you pick up gives you one shot. Switch between pellet types by pressing Special pellets are a powerful weapon, so use them wisely. Choose your destiny. Choose wisely. Ach, guck mal, ist ein Automat. Also, wir auch noch mit, ne? Ist ja klar. So. 200 Tacken, Alter. Leck mich am Arsch. Wie ging das hier nochmal? Genau. Packen wir den mal weg. Ich würde sagen, den Ring, hier den Hula-Hoop-Reifen erstmal. What? Was habe ich getan? Ich habe den Schalter noch gar nicht getroffen. Tada! Guck mal, was du für einer bist. Pelvis anhauen. Has just left the building. Okay. So. Nur noch 8, schön. Bitte überschaubares Level, ne? Alter! Geh raus! Muss jetzt nicht umsonst seine Kekse investieren. Oh. Deine Seele gehört mir! Perfetto, Vincent. So. Ja, aber ich glaube, die Sterne haben auch irgendwas zu bedeuten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie einfach nur zur Dekoration hier sind. Oder? Ah, da geht's auch noch weiter. Wir versuchen uns erstmal um die Dinger. Ach Gott, mein Gott. Puh, ganz ruhig. Chef, easy going. My Afro is my life. Ich bin runtergefallen. Chef, easy going. My Afro is my life, okay. Es sind nur zwei gewesen. Da. Jackson Plastic. Don't blame it on the moonlight. Ach, guck mal, ich sehe jetzt erst, bei Aggression steht auch immer dabei, wenn die eine Waffe haben. Interessante Musik. Habe ich Gamesound? Ja, der ist da, okay. Habe ich jetzt gerade kurz nicht drauf geachtet, weil ich keine Änderung des Sounds vernommen habe. Das macht mich dann immer nervös. Irritierend ist auch immer, wenn ich die Soundforschung am Rechner anhabe. Das ist eine
ganz, ganz, ganz leicht versetzt, das Thema. Oh, fuck you. Was zum... So. Meiner. Okay, bei dem wird es ein bisschen interessanter. Autsch. Kackfresse. Hallo? Ich hab dich gefangen, du Sack. So. Zack, okay. Anderthalb Kekse wieder weg. Ja, ich würde sagen, wir bleiben aber erstmal in dem Bereich. Wir versuchen hier mal möglichst viel zu machen. Ah, okay. Alles klar. Abkürzung aktiviert. Ah, das Klettern ist gut. Das geht schön schnell. Da sind auch die Eggplant Bees, oder wie auch immer die hießen. Oder Moskitos. Komm her. Ach, die schießen? Ach so. Ja, wie sagen wir mal trotzdem erstmal vielleicht so kaputt? Dann scheiße ich auf die zwei Goldstückchen, die ihr mir hergibt. Ich kann nicht zielen, ohne Scheiß. Das ist mega schwer. Das ist mega empfindlich. Der hat leider einen Keks hergegeben. Nee, ach fuck. Umsonst auch noch runtergefallen. Egal. Ist wie es ist. So. Perfekt. Müssen wir nochmal rüberklettern. Ist ja halb so wild. Das Problem ist nur, wenn ich Part für Part aufnehme, dann habe ich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, überhaupt festzustellen, wie lange ich überhaupt aufgenommen habe. Weil ich kann da auch mal so mal so wirklich locker zwei Stunden sein, wo ich denke, ah, hast ja gerade mal vier Parts. Das war jetzt gerade der zweite erst, ne? Der zweite Part war es erst heute. Also dann sind wir hier beim dritten, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, man könnte ins Herz reinspringen. So. Mega, mega mäßiges Rätsel, du. Schon anspruchsvoll. So, aber ich bin gespannt. Ja, schade, ich dachte, man könnte da vielleicht irgendwie in einen rein oder so. Ach, guck mal, dann gehen wir direkt den Weg nämlich lang. Wir hoffen, dass jetzt, dass ich aus dem Bereich auch alle auf... Alter! Okay, wie viel sind es? 1, 2, 3 sehe ich mindestens. Confident. Pirot Confident. The Light Fantastic. Bubbles Dependent. Where's my special tent? Okay. Okay, der kann nur kratzen. Ah, noch ein dritter. Nee, das ist nicht. Da ist er. Windy Foolish. That was once you serious carry. Okay. Stab hat er. Ach komm! Alter! Ananas Papagei. Leck mich. Also jetzt, wenn ich hier im Zirkus fertig bin, das reicht noch nicht aus, ne? Ach, Rakete. Klar, nehmen wir die mit. Die gelten, denke ich mal, auch für alle Level. Ah, können wir jetzt auch noch einen Katapult spacken? Jester Laidback. Who's the fool now, then? So, die haben wir schon mal. Nice. Ja, bei Apex Camp 1, da gab es echt ein paar Sachen, ey. Ein paar Affen, die waren echt komplex zu holen, weil die dann über 5000 Sachen gesprungen sind und dann geschwommen und bäh. Ewig Bereiche, die ich da nicht hin konnte und da habe ich noch das Licht aus oder die Tür zugemacht und so. Soll ich das tun? Ich weiß nicht. Will ich eigentlich nicht, ne? Eigentlich will ich da eigentlich nur fangen. Ich komme da gar nicht hin. Das ist das Problem, verstehe. Also ich muss ihn ins Katapult jagen. Ich würde sagen, wir kümmern uns trotzdem erstmal, dass wir hier erstmal alles so weit gesäubert bekommen. Zack. Einer! Bubbles! Meine Bubbles! Okay, drei müssen wir noch fangen. Zwei sind hier noch. Und da oben ist nur so ein... Alter Vater! Okay, das ist... Achso. Ja, das wird interessant, okay. Da bin ich nicht gut genug für. Ha! Muss ich auch nicht. Okay, weil das ist halt echt... Es ist voll glitschig, ey. Bombs! Floins! Immer noch kein Bläuleloins. Also nicht betäubt. Ach, scheiße. Der kann nur kratzen, ne? Mann! Bleibst du stehen? Ist ja zu agil einfach. So.
Okay, weil ich habe da irgendwie so ein... so eine Befürchtung. Achso, nee, da komme ich nicht hin. Alles klar. Da ist noch einer. Ah, Raymond said. Yes, we have no bananas. Ja, und zack. Nein! Bleibst du wohl stehen. Bleibst du wohl stehen. Also sind auf jeden Fall immun gegen Schläge. Ich geh mein Netz. So. Sehr gut. Ging doch schneller als gedacht. Auch wenn es halt 11 Affen waren, die wir mal hier eben in 10 Minuten gefangen haben. Aber läuft doch. Also Ape Escape 2 ist sogar ein Spiel, wo ich meinen Kaffee leer trinken kann. Hammer, ne? Und, Alter, 234. Und der Professor ist zurück. Mehr hast du mir nicht zu erzählen. Ich kann mit dir noch so nicht reden, ne? Wenn ich so, was so... Ach, guck mal, ich habe hier noch gar nicht gesehen, dass der Pupici hier auf seiner Banane chillt. Schön. Nein, Minigames haben wir noch keine. Bombs. Ach, noch ein Soundtrack, schön. Bingo, bla bla bla. Stage cleared. Okay, mega Soundtrack. So. Dann mal hier. Wieder ein geheimes Foto. Rock, Paper, Scissors Tournament. Ich kann nicht sehen, was beide machen, aber ist egal. Zu viel Geld zum Ausgeben. Schön. Fortune. Tschüss, Fortune. Morgen wirst du erfahren, das beste Aufwachen in deinem Leben bisher. Es ist so schön, wenn man schläft und man wacht wirklich erholt auf. Das ist so toll, ne? Exzellentes, okay? Bacon Sandwich. Ich stehe nicht so auf Bacon, aber... Also zumindest, ich denke, dass ich so auf Bacon stehe, aber ich habe in den letzten Jahren noch mal hin und wieder mal Bacon gegessen und eigentlich ist das schon ganz geil, muss ich sagen. Castle Frightmare. Weil ich normalerweise diesen rauchigen Geschmack nicht so gern habe. Also wirklich, die letzten Mal ist doch schon okay. Nur ein geheimes Foto. Die drei Afro-Brüder. Stimmt, stimmt. Der eine, der... Nee, das waren sogar vier. Nee, nee, genau. Die beiden, die doch nur die drei, die getanzt haben. Der eine in der Mitte. Die anderen beiden oben auf den anderen Drehtellern. So. Noch ein geheimes Foto. Nice one. Den Affen kannte ich noch nicht. Der hatte eine weiße Hose an, ne? Oder eine Windel. Wie es gerade ging. Ich hoffe, ich habe keine Rückkopplung mit dem Sound, weil es ist relativ laut tatsächlich. Ich mach mal ein bisschen leiser. Eine Sekunde. So ist okay. Flup! Gegnerfoto. Blue Porky. Sieht aus, als hätte ein Stück Scheiße auf dem Kopf, aber ist ja nicht schlimm. Noch ein geheimes Foto. Mein Gott, wie viel es hier gibt, ne? Wir sind keine Freunde mehr. Hat der Jester den Arsch weggebrannt. Und der arme Vogel, der konnte gar nichts dafür. Und Concept Art. Hikaru 8. Der hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Los, gib her! Noch mehr Concept Art. Und der Pipocci, nicht Popici. Ich muss ihn mal ein bisschen italienischer aussprechen, ne? Aber ich habe gar kein Auto. Ja, das. Also, ich sag mal, der Pipocci, den haben sie, glaube ich, schon relativ früh eine Vorstellung gehabt, wie der hinterher aussehen wird. Aber Hikaru hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ich finde sowas auch mal voll interessant, wie sowas entwickelt. Ich denke, so Konzeptart ist wirklich interessant. So. Monkerella Part 3. Monkerella, ja, blieb ruhig in den Gründen des Schlosses in ihrer magischen Kutsche. Aber die Wachen wollten sie einfach nicht alleine lassen. Jeder von ihnen hat nach einem Tanz gefragt mit dem jungen Affen, wessen Hände voller Taschen voll Gold waren. Und nach ihr mit der größten Vehemenz gejagt haben. Die genervte Monkerella hatte keine Wahl, keine andere Wahl, als in ihre Kutsche zu fliehen. Aber während ihrer Flucht hat sie einen Affenhelm fallen gelassen. Oder ihren Affenhelm fallen gelassen. Du musst ja erstmal gerade überlegen, was ist Cinderella überhaupt für eine Geschichte? Ne? Also es gibt so Cinderella, Aschenputtel und sowas. Die ganze Prinzessin-Geschichte, die kann ich nie auseinanderhalten, was jetzt wo passiert. Aber wir sehen schon, dass es weitergeht. Am nächsten Tag hat der Prinz einen Befehl erlassen,
und den Affen zu finden, der, dem der verlorene Helm perfekt passt und sie zum Schloss zu bringen. Die Mew Moncarella. Die niedergeschlagene Moncarella, keine Ahnung. War zu gelassen, um hinzuzugeben, dass sie der Besitzer des Helms war. Aber, oder vielleicht auch nicht reluctant. Oder vielleicht war sie auch bereit dazu. Ich habe keine Ahnung. Aber die Wachen des Schlosses sind zu ihrem zu ihrer Heimat gegangen und haben gesagt, dass sie ihn bitte anprobieren soll. Sie wurde mit beiden Armen zur Mitte der Stadt gezogen. Und zwar höflich oder vorsichtig. Jenny ist, glaube ich, vorsichtig, ne? Oder behutsam. Noch ein Gegnerfoto. Der normale Profi. Wo wir wieder bei Bacon wären, ne? So. Bingo. Und noch mehr Concept Art. Die Natsumi. Die gab es, glaube ich, auch wirklich im ersten Teil. Das ist, glaube ich, die gleiche, oder? Kann das sein? So. Und noch eine Monkey Fable. Part 5. Im Town Square wurde der Affenhelm. Oh, nicht nur Long Line of Monkeys. In der Mitte der Stadt wurde der Affenhelm in einer langen Linie von Affen jedem aufgesetzt und haben sich ihrem Schicksal ergeben. Nun war es Mancarellas. Mancarella an der Reihe. Es fühlte sich für sie so an, als würde die ganze Menge auf sie schauen. Eigentlich hätte sich viel besser gefühlt, wenn sie sofort hätte gehen können. Aber wenn die Wachen die Hände hinter ihrem Rücken zusammengetan haben, hatte sie wenig Wahl, als zu erlauben, dass der Helm auch auf ihren Kopf gesetzt wird. Mein Gott, sind wir noch nicht fertig? Gut. Ich werde hier trotzdem kurz einen Cut machen, weil ich sehe, Alter, wir haben schon wieder 17 Minuten aufgenommen. Eine Viertelstunde ist echt nicht lang, wenn man auf die Zeit achtet. Rest des Games geben wir gleich aus. Und vielleicht kriegen wir auch das Ende von Mancarella dann zu hören. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.